Um das Flash- und Glitch-Effects-Pack zu installieren, musst du nichts weiter tun, als das DAFX-File doppelt anklicken und mit DaVinci Resolve 17 installiert es sich von selbst. Dieses Pack ist leider erst ab DaVinci Resolve 17 verfügbar, weil ich einige Modifier darin genutzt habe, wie den AnimCurves-Modifier, um Transitions und andere Dinge zu erstellen. Apropos Transitions, es kommt mit einer geglitchten Variante meines Shape-Wipes und es kommt noch mit einigen anderen Effekten, wie zum Beispiel Color Flashes, wo man dann einstellen kann, welche Farbe man flashen haben will, oder das Ganze in andere trippy Color Spaces überführen kann und so weiter und so fort. In den meisten Fällen hast du sogar die Möglichkeit zu wählen, ob du das Ganze random machen willst oder nicht. Wenn du es random machst, dann zählen die Parameter wie Wobble und Speed. Ansonsten zählt der normale Static Speed Parameter. In manchen Fällen kannst du auch auswählen, welchen Bereich deines Videos von dem Glitch betroffen sein soll. Und in den Fällen kannst du dir auch eine Map anzeigen lassen, wo das Ganze passiert. Und ich hoffe, du machst mit diesem Pack ein paar coole Sachen. Und wenn du es antesten willst, ich habe ein Mini-Pack davon als Free-Version auf meine Webseite gestellt. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Beschreibung, genauso wie den Paid-Link, mit dem du mich natürlich und meine Arbeit hier unterstützt. Und ich wäre dir echt verbunden, wenn du halt das Paid-Pack kaufst. Aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Und das Ganze kannst du natürlich erweitern mit den Gratis-Shake-Presets, die ich dir hier drüben verlinkt habe. Oder der Free-Glitch-Transition, die ich dir auch verlinkt habe. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.